Und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 2017 FM17 mit dem KRC Genk und den ein oder anderen Formproblemchen. Aber wir haben das Teamgespräch auch noch nicht gemacht. Ich habe ein bisschen voreilig abgegeben in der letzten Folge. Ich weiß nicht, was da los war. Aber ihr seht ja, die Teamchemie, die ist noch nicht besonders geil. Da haben wir noch einiges zu tun. Zufrieden bin ich noch nicht. Wir waren mal besser drauf. Chor kann sich schon mal um Vogt kümmern, aber warum sich die Deutschen um die Deutschen kümmern können, obwohl die angeblich die Sprache sprechen, das ist alles hier seltsam. Da ist sich das Spiel noch nicht einig, ob die deutsche Sprache jetzt zählt oder nicht. So, Clemens hat gar nicht so schlecht gespielt im letzten Spiel. Knoche. So, und dann geht's auf in das Anderlecht-Spiel. Wie gesagt, unentschieden habe ich ja noch nicht gesagt, aber ich sage trotzdem immer, wie gesagt, unentschieden wäre gut. Das heißt, wir müssen um jeden Ball kämpfen. Berahino mit dem 1:0. Aber das heißt aufgrund der letzten Wochen noch gar nichts. Konaté mit dem 2:0. Das kann man eher für Wort nehmen. Ich gehe mit dem Einsatz auf 50. Und in dem Moment, wo ich auf 50 gehe, machen die natürlich das 2:1, wie so oft. Mann, 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 die regen mich auf. So, jetzt wollen wir natürlich schon gewinnen. Das wäre vielleicht wichtig für meine Moral. Eine Niederlage wäre hingegen tödlich. Da würde ich fast wieder ausrasten. So, Verletzung Pascal Groß, natürlich, warum auch nicht. So, Tellio kommt rein. 2:2. Mann, warum vergeben wir immer klare Führungen von 2 Toren Vorsprung? Ich verstehe das nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf die Team der Woche. Das ist doch einfach nicht zu fassen, ey. Was ist denn mit den Pennern los? Wir rocken so geil diese fucking Endrunde. Und jetzt sind wir sogar noch schlechter als nach der letzten Saison. Geil. Brauchen dringend Verstärkung. Spieler, die erste Mannschaft Potenzial haben, keine Bankspieler. Fuck you, ey. Kann doch nicht wahr sein. Wenn wir jetzt auch noch gegen Lech Posen rausfliegen, dann... $50 Millionen. José Gaya zu Arsenal. Carvalho für 24 zu Inter. Jan Sommer von der einen Borussia zur anderen. Das ist zu wenig Geld für Luan, Freunde. Das ist auch zu wenig Geld für Strobel. So, Weise hat auf jeden Fall eine Stammplatzgarantie, wird bei uns zum Nationalspieler. 3 Jahre, Abstieg, 2, 10. Kriegt den Vertrag, den er verdient. So, vielleicht hätten wir schon gegen Lech Posen ihn zur Verfügung, wenn er nicht international gesperrt ist. Aber ich glaube, die Hertha war nicht international nominiert. Capino wechselt. Ein paar Transfers sind gescheitert, da muss ich wieder was neu einleiten. 9,25. Auch ein bisschen wenig. So, Weiser ist da.
Capino ist weg, Strobel ist gescheitert. Dann halt 6 Millionen für Strobel. Meine Fresse, es muss ja machbar sein. Verarscht mich doch nicht, Jungs. Luan. Dann haben wir halt 12,5. Komm. 12,5 wäre für mich auch noch okay. So, aber als erstes erstmal Weiser einbauen, wenn wir dürfen. Ne, leider noch gesperrt. Schade. So, rechter Mittelfeldspieler kann er. 73. 69. 67. Dribbling hat er doch viel höher. Wollt ihr mich verarschen? Als könnte der Weiser nur 63 im Dribbling. Habt ihr den mal dribbeln gesehen, liebe Spielerbewerter hier? Ich weiß, kann immer passieren, dass man da falsch liegt, aber das ist ein Dribbelgenie. So. Ansonsten steht unsere Mannschaft. Wenn die beiden noch kommen, dann haben wir wieder ein super Team zusammen. Wenn sich das dann wieder findet, dann passt das schon, hoffe ich. Das ist zu wenig. Das passt. So, Lua, 9,5 ist zu wenig. 12,5, da haben wir sie doch. Danke. Wir wirtschaften gut, aber die Erfolge müssen natürlich auch stimmen, sonst bringt das gute Wirtschaften nichts. Wobei wir jetzt auch schon mit den drei Transfers vom guten Wirtschaften wieder so ein Stück wegkommen. Aber wir dürften trotzdem noch Gewinn schreiben eigentlich. Pascal Groß schon wieder verletzt. Das gibt's nicht, wie oft der Kerl verletzt ist. Sag mal. So, Knoche muss natürlich wieder in die Startelf. So. Wir bleiben dann noch im Plus, also könnt ihr mal gegenrechnen. Luan und für Luan kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr. Also wir bleiben deutlich im Plus. Wir sehen, wir haben noch Geld. Wir könnten sogar noch einen Transfer tätigen. Wo hätten wir denn noch Bedarf? Mechele wird ersetzt durch Nastasic. Zakaria könnte hier für Vogt reinstoßen. Weiser übernimmt E für Clemens. Da ist bin ich mit Pascal Groß auch zufrieden und im Sturm passt eigentlich auch alles. Wir heben uns das Geld mal auf. So, Strobel ist weg. Rückspiel gegen Lech Posen. Auf geht's, Freunde. Die haben die Taktik geändert, glaube ich. Hani Mukta, Junge, mach it. Komm schon. Wir schaffen die nächste Runde, hoffen, dass wir diesmal nicht enttäuscht werden. Rote Karte für den Gegner.
Wir sind einer mehr und trotzdem steht's unentschieden. Und natürlich wieder eine Verletzung. Konaté mit der Führung für uns. Stand jetzt sieht's gut aus, aber... Ist natürlich noch knapp. Clemens mit keiner guten Leistung. Dafür könnten wir Green reinschicken. Und Boyata hat keine gute Leistung. Dafür kommt die Naya rein. Knoche rückt in die Mitte. Und auf geht's. Puh, durchgewürfelt. Knappes Ding. Aber damit sind wir in der Europa League und spielen international. Das heißt, uns verlässt auch kein Spieler. In der Gruppe mit Lille, Brøndby und Razgrad ist machbar. Muss machbar sein. Und jetzt brauchen wir eigentlich doch einen breiteren Kader. 10 sieht gut aus. Mechele mit Mittelfußbruch. Ich glaube, das dauert ein bisschen lange. Zakaria wird ja oftmals, also wurde damals, als Wolfsburg noch ein bisschen Geld hatte, mit Wolfsburg in Verbindung gebracht. Soll ein Riesentalent sein. Deswegen würde ich den gerne jetzt mal hier ausprobieren. Ich hatte den auch noch nie einer Karriere. Mittelfußbruch 52 Tage, das geht noch. So, Green rückt wieder hoch. Wir haben einige Spieler außer Form. Weiser rückt in die Startelf. Maximilian Philipp kommt für Green und Tello für Belfodil. Könnte man eigentlich Green fast verleihen. Aber wie gesagt, wir brauchen einen breiten Kader. Lassen wir das mal. Der bekommt genug Einsatzzeit. Ndidi ist auf einer 78, das ist stark. Ich weiß gar nicht, wie viel Spiele ich jetzt in diesem Part habe. Aber ich mache jetzt einfach bis zum Transferende hier durch. Ist ja, glaube ich, nur noch ein Spiel, oder? So, Luan wurde auch verkauft. Leon Bailey ist stärker, robuster geworden. Was hat der an Robustheit? 67, dann können wir die direkt mal hier reinpushen. Hoffen wir mal, dass jetzt sein Durchbruch kommt. Ja, Luan für 12,5 weg. So, 12,5, das sind 18, 16, 15,5. Da haben wir noch gut 20 Millionen. Gute 20 Millionen haben wir noch. Mateo Kovacevic spricht Deutsch. Okay. Wer ist denn hier günstig? Ich switch einfach mal durch. Vielleicht ist ja irgendeiner irgendwo unzufrieden. Süle bei Wolfsburg, alles klar. Nastasic Pitencourt, den hatte ich auch kurz auf der Rechnung, weil der kann nämlich auch eine Sprache, Portugiesisch war es, aber das brauchen wir ja mittlerweile nicht mehr. Schöpf wäre günstig zu haben. Brauchen eh noch einen Spielmacher, da Mukta noch nicht bereit dafür ist, würde ich sagen.
So, Niklas Stark ist auch wieder verfügbar. Sehr gut. Dann stecken wir da nochmal unser Geld rein. Çalhanoğlu nur bei Leverkusen 2, das ist auch krass. Haraguchi war wie gesagt günstig zu haben, jetzt ist es nicht mehr, weil Hertha wahrscheinlich weiter verkauft hat. Kolasinac bei RB Leipzig mittlerweile. Yusuf Paulsen, der wäre auch günstig zu haben, leck mich fett. Was hat er denn an Torrieche? Der Yusuf. 81. Könnten wir überlegen, ob wir Belfodil verkaufen. Aber die Zeit läuft uns weg. Der ist auch mittlerweile einiges wert. Dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Ist ja relativ kostengünstig gekommen mit 1,5. Bin ich nicht so der Fan von und deswegen würde ich sagen, probieren wir das mal. So, und dafür holen wir uns Yusuf Paulsen. Und dann müssen wir gut aufgestellt sein. Birahino geht richtig ab. Mukhtar auf einer 70 ist auch okay. Na, wie gesagt, da braucht man Schöpfer am besten nochmal. Dann sind wir wirklich da gut aufgestellt und breit genug. Das Spiel wollte ich ja noch mitnehmen. Jetzt habe ich keine Spielergespräche und nichts gemacht, weil ich ein Trottel bin. Gebt euer Bestes. Wir müssten jetzt mal in der Liga wieder gewinnen. Das wäre super. Die haben keinen Leihspieler von uns, ne? Nee. Oder wenn, dann darf er nicht spielen gegen uns. Falsch. Das wollte ich machen. So, 1-0 Halbzeitführung durch unseren momentan formstärksten Spieler. Oh, das war falsch. Frische sieht aber soweit wieder einigermaßen gut aus. Clemens kommt rein, Chor kommt rein und den letzten Wechsel sparen wir uns. Konaté erhöht auf 2-0. Dann können wir den letzten Wechsel direkt noch mitmachen und irgendjemanden zur Spielpraxis verhelfen. Am besten ja, Maximilian Philipp nochmal für Weiser rein. Damit er auch mal zum Debüt kommt. Ich hätte auch Sive Schrievers im Sturm machen können, aber... So, da haben wir den wichtigen Sieg, Gott sei Dank. Sulte war Regem verliert, Anderlecht unentschieden und Brügge auch unentschieden. 4 Punkte dahinter. Leider eine ausgeglichene Liga und wir haben einiges weggeworfen, was wir hätten besser machen können. So Lanke schon mit 5 Treffern, unser Leihspieler. Da haben wir schon alles perfekt, okay. So. So Lanke, unser Leihspieler, und der andere hat noch nicht getroffen. Aber unsere Leihspieler entwickeln sich scheinbar richtig gut. Oder haben wir hier so Lanke gar nicht verliehen? Ich meine aber schon, ne? Spiele, Kavaja, doch Solanke haben wir verliehen. Der kommt auch richtig stark dann zurück. Lee hat 3 Tore gemacht. Fosu Mensah 3 Tore. Suat Serda hat schon mal gespielt. Olinga hat noch überhaupt nicht gespielt. Der wird dann wohl also verkauft von uns.
Machst du nichts. Gehen wir jetzt noch ein paar Tage weiter. Spiel haben wir ja keins mehr. Es geht nur noch um die Schließung des Transferfensters. Da will ich euch jetzt noch mitnehmen. Dann beende ich die Folge und gucke Hertha gegen Mainz. So, morgen dann nochmal Newcastle aufnehmen und am Montag, Ostermontag, nehme ich dann in der deutschen Liga die Karriere auf. Peter Hiballa zum Hamburger SV, Niklas Stark von Genk beobachtet, genauso wie Schöpf und Nastasic. Die werden nicht nur beobachtet, die haben wir sogar Anfragen rausgehauen. Geil, ne? So, das sieht schon mal sehr gut aus, aber geht natürlich noch ein bisschen besser, ne? 12,5. Kommen wir hier auf 8 runter? Ne, dann nehmen wir die 8,5. Da nehmen wir die 5 Millionen gerne. Und da die 7. Transferfenster schließt ja bald. So, noch nichts gescheitert, das ist gut. Ja, wie kann ich jetzt Paulsen anfragen? Ich will Paulsen noch anfragen, verdammt. Dazu müssten wir aber jemand verkaufen. Und es wird noch dauern, bis wir Belfodil verkaufen können. Die bieten uns eine Erhöhung von 7,5. Kann ich aber gerade irgendwie nicht machen. Warum auch immer. Warum kann ich gerade das Budget nicht erhöhen? Hä? Was ist denn das für ein Bug? Oh, ich hasse es, wenn das hier rumbuggt. So, Baubudget runtergenommen. Mal gucken, ob es jetzt ausreicht mit dem Geld. Okay, reicht aus. Gut. Immerhin schon mal angefragt. Das ist wichtig, weil das Transferfenster halt bald schließt. Wird eh wieder mindestens ein Transfer daran scheitern. Ich sehe das schon kommen. So, den müssen wir jetzt gute Verträge machen, weil wie gesagt das Transferfenster schließt. So, bieten wir dem mal 2,5 an. Der muss schnell kommen. Bisschen Geld sparen bei Paulsen. Bei ihm das in der Regel zum Nationalspieler. Das Lied haben wir auch noch nie gehört. Ist doch mal schön, dass es hier noch neue Lieder gibt. So, er hat eine Torprämie, obwohl er defensiver Mittelfeldspieler ist. Na dann. Hoffentlich kommen die beiden jetzt. Ansonsten werden nämlich beide scheitern. Und dann beiße ich mir wieder in den Arsch, wenn ich Spieler verkauft habe und keinen Ersatz dafür kriege, weil das einfach buggt. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist einfach verbuggt dann. Dafür kann ich nämlich gar nichts. 13,5 für Stark von Hamburg.
Oh Gott, es ist kein Transfer fest gewesen. Ich sehe alles scheitern. Oh Mann, ey. Rage incoming. Den werden wir schon mal nicht kriegen. Geil. Und auch Nastasic werden wir nicht kriegen. Sehr schön. Zwei Transfers, die uns flöten gehen. Ah, ist das bitter, ey. Da geht's überall mit dem Preis runter. Nur oben bei dem Spieler ging's nicht runter. Naja, immerhin bekommen wir Yusuf Pausen. Belfodil haben wir schon verkauft. Ordentlich Gewinn auch mitgemacht. Zeit, uns weiterzuentwickeln. So. Yusuf Pausen ist da, Stark wird auch noch kommen für 12,5, aber Schöpf stagniert. Und Schöpf klappt. Und was in der Regel? Ne, der will einen Stammplatzgarantie haben. Der will einen harten Vertrag haben, der Junge. Komm, 3 Millionen ist doch optimal genug, oder nicht? Und er lehnt ab. Fuck you, Alter. So, ich musste, weil ich hatte keinen Bock, dass der nach Hamburg geht. Interessante Spieler, die uns hier angezeigt werden, aber die passen alle nicht ins System. Ja, wieder zwei Transfers gescheitert, geil. Sieht man schon daran, dass die hier nicht in der Übersicht auftauchen. Tolle Scheiße. Belfodil gewechselt für 6,5, haben wir trotzdem noch gut mit Transfergewinn gemacht. 5 Millionen. Zakaria wird uns hier angezeigt als Neuzugang, ist aber nicht gekommen. Das ist ganz stark. Stattdessen nach Basel gegangen, geil. Yusuf Pausen, den haben wir bekommen. Immerhin. So, hat einen unfassbar guten Torriecher.
und entwickelt sich auch unfassbar schnell weiter. Also den sollte man nach Möglichkeit irgendwie spielen lassen. Frage ist nur für wen. So, Paulsen und Stark werden natürlich beide auf einer PK vorgestellt. Stark können wir auch im defensiven Mittelfeld spielen lassen. Muss ich gucken, wo ich ihn lieber einsetze. Eigentlich hatte ich ihn als Innenverteidiger eingeplant. Aber da Nastasic nicht gekommen ist, schaue ich mal, wo er der Schuh drückt. Hat aber keinen so schlechten Offensivdrang für einen defensiven Mittelfeldspieler. Trotzdem ärgerlich, dass jedes Mal wegen dem scheiß Transfer-Bug an den letzten Transferstunden irgendwas scheitert. Das nervt so arg. So. Jetzt haben wir aber auch mal Spieler dabei, die Bailey gefährlich werden können vom Marktwert her mit Stark und Weiser. So, dann gucken wir mal, wo baue ich dich ein, Stark? Am besten im defensiven Mittelfeld, ne? Oder erstmal in der Innenverteidigung. Da drückt er der Schuh. Wir haben schon ein paar Optionen, aber besser wäre gewesen, wenn Nastasic und Zakaria auch dabei gewesen wären. Dann könnte man nämlich Zakaria ins defensive Mittelfeld stellen und Vogt erstmal langsamer aufbauen. Wobei es in seinem Alter natürlich nicht notwendig ist. Aber ihr versteht sicher, was ich meine. Neue Marktwerte kommen erst jetzt. Ja, Schöpf unterschreibt bei Genk. Hä? Der hat doch abgelehnt. Das ist so dumm. Das ist so dumm, ohne Scheiß. Wahrscheinlich wurde mir dafür auch das Transfergeld abgezogen. Das würde mich natürlich nicht wundern. Was haben wir denn an Transfergeld? Lass mich mal gucken. So, Solanke wird als Transfer zu uns angewertet. Angerechnet, angewertet. Angewertet klingt scheiße. So, nee, wir haben noch das Transferbudget. Oh Wunder, oh Wunder. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir die vielleicht für die Rückrunde bekommen. Sehr ärgerlich, das Ganze. Süli. Ginter. Auch nicht so ganz glücklich in Dortmund. Auch in echt nicht. Schürrle ebenso. Da könnte irgendwann mal was gehen. Shaqiri stagniert auch. So, Nastasic, den hat man ja so gut wie. Aber jetzt ist er nicht mehr günstig. Das ist so zum Kotzen. Mann, der Schürrle. So, ich hoffe, ihn kriegen wir jetzt nochmal für 5 Millionen. Schöpf. Müssen wir halt uns nach einer anderen Verpflichtung in der Innenverteidigung umsehen. Und vielleicht auf der 6 statt Zakaria einen anderen, weil ich glaube, der ist woanders hingewechselt und ist jetzt nicht mehr verfügbar. Welcher Innenverteidiger ist günstig, der uns weiterhilft? Die sind jetzt beide auch nicht so teuer. Bei Bell glaube ich nicht, dass der sonderlich explodiert. Ist auf 26. Share ist 25, wird auch nicht mehr so explodieren und auch nicht günstig. Chalanulu ergänzt in der zweiten Mannschaft.
Zakaria wird jetzt auf einmal wieder teurer. Ich liebe es. Timo Baumgartl. Riesentalent, aber ist glaube ich auch nicht günstig. Mann, wir hatten die schon, das ist so ärgerlich. Naja, wenigstens Schöpf kriegen wir für den Preis, glaube ich, wieder. So, gucken wir mal, was die Marktwert die hier machen. Bailey und Didi hat Bailey eingeholt. Krass. Können wir auch mal wegen Vertragsverlängerung gucken. Gerahimo zum Beispiel will noch nicht. Knoche können wir verlängern. Wäre wohl Stammspieler bei uns. Einfach immer verlängern, damit die nicht unzufrieden sind. Die Sachen hier aktuell halten. Und die wertvoller machen. Ist ein sehr fairer Vertrag für ihn. Wir hätten auch auf 1 Million runtergehen können, aber dann gibt es wieder Zoff in der Mannschaft. Kardinale will leider nicht verlängern. Groß auch nicht. Weiser ist gerade erst gekommen. Kevin Vogt ist auch noch relativ neu. Genauso wie Clemens. Moussa Konaté will noch nicht verlängern. Mechele. Der müsste dann aber weniger verdienen, weil ganz ehrlich, der bietet mir nicht so viel an. Aber er verdient schon nur 650, dann erhöhen wir auf 750. Eine Million ist das eigentlich nicht wert, dazu hat er zu wenig gezeigt. Hunderttausend mehr sollte ihm eigentlich reichen, hoffe ich. Didi, den müssen wir auf jeden Fall verlängern, aber der will natürlich nicht, weil er einer der stärksten Spieler ist. Leon Bailey können wir, glaube ich, noch nicht verlängern. Genau, alles was jetzt ist, können wir noch nicht verlängern. So, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Vorbereitung Richtung nächsten Spiele. 15.17 Uhr, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Da muss ich mich ein bisschen beeilen jetzt hier. Samstag machen wir natürlich nochmal einen Stopp, um mit den Spielern zu sprechen. Didi ist jetzt in den Zweikämpfen robuster. Der dürfte eh schon eine hohe Robustheit haben, genau. Chor. Robustheit 81. So, dann schicken wir den nochmal auf den Lehrgang, so lange bis es endlich begreift. Jugend können wir nicht machen. Spielergespräche. Hallo Weiser. Hallo Nick. Mal Gas im Training. Ich komme, die Deutschen können sich um die Deutschen kümmern. Dabei können die Deutschen doch eigentlich die Sprache. Ich verstehe das manchmal nicht. Also, es ist. Ah, das Spiel hat so viele Bugs. Es ist. Was soll ich dazu noch sagen, Freunde? Das ist echt. Manchmal ist er nicht mehr feierlich, du. Teljo, das ist der Einzige mit Sprachproblem. Aber er trainiert gut. Queen kann sich jetzt um keinen Deutschen kümmern, das ist seltsam. Hani Mukta kann sich um Groß kümmern und Groß kann sich um Hani Mukta kümmern. Das ist auch alles hinten und vorne verbuggt wie sonst was. Also können die Deutschen jetzt doch nicht die Sprache, oder was? Ist gut, dass ich die ganze Zeit Spiele einkaufe, die Deutsch können. Aber Deutsch und das, was in Belgien gesprochen wird, ist noch nicht so weit auseinander. Hey, I could have done
So, Max Philipp auf der Bank, Green, Schrievers und die Naya, das ist okay. Müssen wir eher die Naya verkaufen statt Boyata, ne? Aber bringt auch nicht so viel Geld. Ah, schwierig. Schwierig. Ich sagte, schwierig. Niklas Stark verstärkt Innenverteidigung von KRC Genk. Suat Serdar muss zusehen. Hat sich die Ampelkarte abgeholt oder was? So, vielleicht kriegen wir Schöpf sogar ein bisschen günstiger. Wir haben gut Geld investiert, aber auch einiges eingenommen. Das wird hier natürlich wieder nicht berechnet. Zwei verlängern schon mal den Vertrag. Das ist positiv. Trainingsplätze ist erstmal wichtiger. Drei verlängern den Vertrag. Ne, zwei, immer noch die zwei. Waren auch nur die zwei. Dann kann ich die direkt wieder einstellen mit den Werten. Damit keiner der beiden günstig geht. So. Und wir machen weiter. Haben schon einen gefährlichen Sturm und jetzt mit Yusuf Paulsen ist das Ganze nochmal gefährlicher geworden. Aber ich freue mich natürlich als Hertha-Fan am meisten über Mitchell Weiser und Niklas Stark. Ist ja wohl selbsterklärend. Komm, akzeptieren wir für 5 Millionen hier, wollen wir nicht kleckern. Hauptsache, wir haben dann einen besseren Spielmacher als Ersatz. Eigentlich halte ich von Schöpfer auch viel. Trotz, dass er jetzt bei Schalke spielt. Ihr wisst ja, Schalke, Hertha, allgemein ist Schalke bei mir nicht hoch im Rennen. Und das, obwohl dort viele geile Talente immer spielen. Max Meyer, Goretzka, Sané und Afdijay, Kehrer. Trotzdem kriegen sie nichts geschissen, das ist cool, ne? Da gehen wir wieder zum Fanclub, erstmal raus von zu Hause. So, Red Bull New York. So, Lanke, 5 Tore. Und dann haben wir noch den mit 3 dabei. Also, da auf der Sturmposition brauchen wir uns keinerlei Gedanken machen. 4,5 haut nicht ganz hin, deswegen bleibe ich bei den 5, was soll's. So. Komm, mach hinne. Ich will den Part beenden und Bundesliga gucken, Mann. So, Stammplatzgarantie kann ich dir eigentlich nicht geben, Jung. Aber ich muss sie dir geben, weil ansonsten willst du hier einen Vertrag, der eigentlich so nicht geht. Warum der so einen hohen Vertrag fordert, weiß ich auch nicht. Geben wir hier mal 200.000. 200.000, obwohl ich den als nicht stärker als groß einschätze. Ist 3 Millionen dann Topverdiener? Oder fangen wir bei 2,5 einfach an? Nee, wir müssen die 3 Millionen zahlen. Ich guck gleich mal, wo aktuell so unsere Verdienste sind. Nicht, dass wir mit Schöpf zu viel wieder versauen. Transfer ist noch nicht fix, das ist gut. Und 2 Millionen ist Topverdiener, ist alles eng beieinander. Millionen ist Topverdiener und der wird sehr wahrscheinlich eh verkauft. Und dann kommt da einer hin, der ist doppelt verdient. Nee. Sorry, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Den Schuh ziehe ich mir nicht mehr an. Da müssen wir hoffen, dass wir einen günstigeren Spieler kriegen.
werden ja hier und da immer mal Spieler wieder frei. Warten wir einfach ein bisschen. Wir gucken mal bei den Spielern, die weniger als ein Jahr haben. Der passt natürlich auch nicht ins System, der Amiri. So, der hat endlich gelernt, dass er sich fortgebildet hat. Das ist wunderbar. Da war ein talentierter Jugendspieler. Aber der hat leider schon einen Vertrag, deswegen uninteressant. So, dann haben wir mal Spielergespräche. Yusuf Paulsen, herzlich willkommen. Weiser. Muss stärker werden. Genauso wie stark. Mukhtar muss sich im Training reinhängen. Du kümmerst dich mal um Weiser. Tejo hat schon wieder gut trainiert. Bailey muss vor dem Tor einfach geiler werden, noch mehr Tore schießen. Der müsste eigentlich die ganze Liga zerschießen, egal ob er nur im Mittelfeld spielt. Oder zumindest vorbereiten. Der muss noch viel, viel gefährlicher werden. Man muss deutlich merken, dass der einfach eine andere Liga ist. So, Paulsen hat direkt mehrere Trainingsziele erreicht. 73 und hier nochmal 74. Wie gesagt, der entwickelt sich schnell weiter. Jetzt nur noch eine 74. Dann wird er halt eingewechselt, ist auch okay. Du arbeitest an deinem Torriecher, damit kann ich sehr gut leben. Konaté. 61, 75 hast du nachgelassen bei Fernschüssen. Das geht aber gar nicht, Junge. So, was machen unsere Jugendspieler? Sind die endlich mal bereit? Laurenau, da können wir Clemens schicken. Der ist schneller als Bailey, ernsthaft. Hier müssten wir jetzt Weiser haben, der dir die Position des rechten Mittelfeldspielers beibringen kann. Warum geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Also manchmal ist es doch verbuggt. Zur Hölle. So, da Bailey hin und dann passt das auch. So, dann stellen wir nochmal das Team auf. Konaté rückt zurück für Paulsen, der dann eingewechselt werden kann. Clemens bleibt erstmal auf der Bank, genauso wie Tejo. Verbisst im Tor, hat auch gute Ansätze. Da ist alles okay. Kardinale, klarer Kapitän erstmal. Groß als Spielmacher, ein Gegner, der schlagbar ist. Und dann gucken wir noch einmal, was unsere Leihspieler machen zum Ende der Aufnahmesession. Da haben wir Olinga immer noch nicht mit einem Spiel. Lee jetzt bei 5 Spielen und immer noch bei 3 Toren. So hat Serdar 5 Spiele, 1 Tor. Salalem 0 Tore, aber 7 Spiele, das ist wichtig. Solanke 7 Spiele, 5 Tore. Fosu-Mensah 9 Spiele, 3 Tore. Und Kawaya 10 Spiele. Also die spielen alle, das ist wichtig, dass die einfach stärker werden und Spielpraxis sammeln, Erfahrungen sammeln. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Und Abo da lassen, um kein Video zu verpassen. Ansonsten schaut in der Videobeschreibung nach. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahmesession. Ciao.